Hallo, ich bin der Vinzenz und ich arbeite als BMW Genius bei der Wittmann & Winterholler Gruppe. Heute habe ich die Ehre und darf euch den neuen M2 vorstellen. Viel Spaß! You are now in the presence of a King. Die Proportionen bleiben BMW Sportcoupé typisch mit 4,58 Meter in der Länge und 2,07 Meter in der Breite. Überragt der BMW M2 nicht nur seinen weniger extremen Bruder, den M2 40i, sondern auch seinen Urahn, den F87, den alten M2, um 11,4 cm in der Länge und 16 mm in der Breite. Der Motor unter der Haube ist ein alter Bekannter, bekannt aus M3, M4, X3M und X4M, das ist nämlich der S58. Mit 460 PS und 550 Newtonmeter hat der M2 nicht nur mehr Leistung als die extremste Ausbaustufe seines Vorgängers, dem M2 CS, sondern ist auch noch schneller von 0 auf 100 mit 4,1 Sekunden als sein großer Bruder, der M4, mit mehr Leistung. Als Competition-Modell gibt es ihn ja aktuell noch nicht. Aber der ein oder andere Erlkönig wurde schon gesichtet und da dürfen wir uns ganz sicher auf etwas freuen. Die Abgasnorm muss natürlich auch bei einem Hochleistungsfahrzeug wie diesem eingehalten werden. Dafür hat BMW M mit motornahen Unterbodencuts, einem Ottopartikelfilter sowie einem Mittel- und Endschalldämpfer alles dafür getan. Trotz der doch aufwendigen Abgasreinigung bleibt ein sensationeller Motorklang über. Wir bei BMW können natürlich auch im Stand bei warmem Motor den Drehzahlbegrenzer erreichen. Der BMW M2 ist natürlich gewichtsoptimiert auf eine nahezu 50-50, also zwischen Vorder- und Hinterachse, Gewichtsverteilung. Und neben der Sicherheitstechnik wurde natürlich auch der Fahrkomfort auf den neuesten Stand gehoben. Das Strebenpaket, speziell im Vorderbau, sorgt für eine perfekte Fahrwerkssteifigkeit und höchste Fahrwerkspräzision. Das optionale M-Carbon-Dach, so wie wir es hier haben, sorgt nicht nur für eine super Optik, sondern auch für einen niedrigeren Fahrzeugschwerpunkt. Für die Sterngucker unter euch gibt es natürlich auch ein optionales Glasschiebedach. Das Exterieur vermittelt kompromisslose Sportlichkeit. Mit der für den BMW M2 exklusiven großen horizontal ausgerichteten BMW-Niere. Zusätzlich, um auch die optimale Temperierung der verschiedenen Antriebskomponenten zu gewährleisten, besitzt der BMW M2 links und rechts große rechteckige Lufteinlässe und selbstverständlich serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer. Als Option, wie wir hier zu sehen haben, sind adaptive LED-Scheinwerfer mit Leuchten-Shadowline. Die machen den ganzen inneren Scheinwerfer dunkel und optisch noch ansprechender. Neben der Optik spielt natürlich auch die Technik viel mit dazu. Mit dem blendfreien Fernlichtassistenten funktionieren die auch herausragend. Die Seitenlinie, wie schon angesprochen, ist BMW Coupé typisch, mit einer extrem sportlichen Ausprägung in dem Fall. Mit einer langen Haube, einem sehr flachen Greenhouse und einer deutlich ausgestellten Abrisskante. Wir haben weit ausgestellte Seitenschweller und extrem breite Radhäuser. Die sind so breit, dass auf dem Kotflügel nicht mal mehr die klassischen M-Kiemen Platz gefunden haben, aber dafür die Achsen des M4s. Die Optik spiegelt die Performance in einer sehr muskulösen Form wider. Ab Werk rollt der M2 vorn auf 19 Zoll, hinten auf 20 Zoll Felgen mit den identischen Reifenmaßen und den Bremsen des großen Bruders, des M4s, sowie mit den optionalen Carbon-Keramikbremsen. Durch die größeren Elemente der vertikalen Reflektoren am Fahrzeugheck und den dreidimensional ausgeformten Rückleuchten sichert sich der M2 mit seinem betont sportlichen Auftritt auch einen besonderen Auftritt auf der Straße. Mit dem mächtigen Heckdiffusor vermittelt der M2 unverkennbar seine Rennsportgene und beherbergt die klassische 4-Rohr-Sport-Abgasanlage mit 4 echten Endrohren. Zur Auswahl stehen aktuell 7 Außenfarben. Für mehr Individualität arbeiten wir im Werk Mexiko an der Aufnahme der BMW Individualfarbpalette. Es gibt auch jede Menge M-Performance-Parts, um den sportlichen Auftritt zu perfektionieren.
Wenn wir auf den optionalen und sehr komfortablen M-Sportsitz Platz nehmen, fällt uns natürlich sofort das große M-Curve-Display ins Auge. Mit der exklusiven BMW M-Menüführung und dem M-Farblayout in Blau und Rot. Erstmalig können wir im BMW M2 mit dem Live Cockpit Professional ein Head-Up-Display mitbestellen. All diese Anzeigen und Fahrerassistenzsysteme kann ich über die M-Mode-Taste zwischen Sport und Track schalten und habe dann dementsprechend einen Schaltblitz im Head-Up-Display, um auch jeden Gangwechsel zu treffen. BMW M-typisch habe ich jede Einstellungsmöglichkeit über die Setup-Taste direkt griffbereit und kann mir auf die rot leuchtenden M-Favoritentasten meine persönliche Konfiguration von Motor, Fahrwerk, Getriebe und Bremse legen. Optional gibt es das M-Race Track Paket, um zu zeigen, dass es sich hier um einen echten Sportwagen handelt, nochmal eine ganze Ladung Carbon, Carbon-Keramikbremse, Carbon-Schalensitz, Carbon-Dach und selbstverständlich dem M-Drivers Package. Mir persönlich gefällt der neue BMW M2 sehr gut. Um auch in Zukunft keine spannenden News von BMW oder Mini zu verpassen, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren und würden uns natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!